Schala, Fokusstrategie. Wir haben den Freitag, den 1.4.2020. Nein, nicht den 1.4. Wir haben den. Was haben wir jetzt? Den 7.4. Donnerstag. 7. April 2022. Ich sollte noch. Ich denke, das 4. fehlt mir. Das 4. Video, ich finde das gerade nicht. Ich werde es einfach nochmal neu machen. Das ist jetzt halt schon eine Woche her, wo ich das letzte Video versucht habe zu tun. Es sind noch zwei Videos offen, die ich auf tue, und zwar das 5 und 6. Nachher kommt das 7. Oder ich mache jetzt noch das 7. Und sobald ich die anderen beiden Videos aufgetan habe, dann. Oder am Schluss würde ich dann das 3 noch also neu machen und tun. Also. 6. Das habe ich alles schon jetzt von 7 Gemeinden. Ich werde noch nachträgliche Naturvideos tun. Ich habe unter anderem heute den Grünfink hier bei mir gesehen. Sonst noch der Hausrotschwanz ist wieder hier, Bachstelzen und so weiter. Also einfach die, meine Naturvideos, die ich sonst hier will suchen will, die werde ich jetzt auch wieder ruhen tun. Ich denke, ich werde das im Verlauf des heutigen Tages machen. Damit es vollständig ist. Ich habe es in der Zwischenzeit auf anderen Plattformen gut. Also siebtens Gemeinden. 7.1 Allgemeine Bestimmungen. Allgemeines Artikel 107. Absatz 1. Die Gemeinden sind öffentlich-rechtliche Körperschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit. Absatz 2. Der Kanton Bern kennt folgende Gemeindeart: a. die Einwohnergemeinden, b. die Bürgergemeinden, c. die gemischten Gemeinden, d. die Kirchgemeinden. Absatz 3. Die Unterabteilungen und die öffentlich-rechtlichen Gemeindeverbände sind den Gemeinden grundsätzlich gleichgestellt. Das Gesetz kann weitere Körperschaften dem Gemeinderecht unterstellen. Absatz 4. Wo diese Verfassung den Gemeinden Aufgaben überträgt, obliegen diese den Einwohnergemeinden und den gemischten Gemeinden. Sie können auch durch andere Gemeinden wahrgenommen werden, falls dies das kantonale Recht zulässt. Bestand, Gebiet und Vermögen. Artikel 108. Absatz 1. Bestand, Gebiet und Vermögen der Gemeinden sind gewährleistet. Absatz 2. Der Regierungsrat genehmigt die Bildung, Aufhebung oder Veränderung des Gebiets sowie den Zusammenschluss von Gemeinden, wenn die betroffenen Gemeinden zugestimmt haben. Lehnt er die Genehmigung ab, entscheidet der Grosse Rat. Absatz 3. Der Grosse Rat kann den Zusammenschluss von Gemeinden gegen ihren Willen anordnen, wenn es überwiegende kommunale, regionale oder kantonale Interessen erfordern. Die betroffenen Gemeinden sind vorher anzuhören. Absatz 4. Das Gesetz regelt das Nähere, insbesondere die Voraussetzungen und das Verfahren für die Anordnung eines Zusammenschlusses von Gemeinden gegen ihren Willen. Absatz 5. Der Kanton fördert den Zusammenschluss von Gemeinden. Gemeindeautonomie, Artikel 109. Absatz 1. Die Autonomie der Gemeinden ist gewährleistet. Ihr Umfang wird durch das kantonale und das eidgenössische Recht bestimmt. Absatz 2.
Das kantonale Recht gewährt den Gemeinden einen möglichst weiten Handlungsspielraum. Zusammenarbeit der Gemeinden. Artikel 110 Absatz 1. Der Kanton fördert die Zusammenarbeit der Gemeinden. Absatz 2. Die Gemeinden können sich für die Erfüllung gemeinsamer Aufgaben zu Gemeindeverbänden oder zu anderen Organisationen zusammenschließen. Das Gesetz kann sie dazu verpflichten. Absatz 3. Das Gesetz bestimmt, was zwingend in den Verbandsreglementen zu regeln ist. Absatz 4. Die Mitwirkungsrechte der Stimmberechtigten und der Behörden der einzelnen Gemeinden sind zu wahren. Regionale Zusammenarbeit. Artikel 110a Absatz 1. Der Kanton sieht besondere gemeinderechtliche Körperschaften für die verbindliche regionale Zusammenarbeit der Gemeinden vor. Absatz 2. Die Gesetzgebung legt die Aufgaben und das Gebiet der Körperschaften fest und regelt die Organisation und das Verfahren. Absatz 3. Bildung und Auflösung einer Körperschaft bedürfen der Zustimmung der Mehrheit der Stimmenden und der Mehrheit der beteiligten Gemeinden. Absatz 4. Die Stimmberechtigten äußern ihren Willen in regionalen Abstimmungen. Stimmberechtigte sind die im Gebiet der Körperschaft wohnhaften, in kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigten Personen. Organisation, Artikel 111. Absatz 1. Der Kanton regelt die Grundzüge der Gemeindeorganisation, die Finanzordnung sowie die kantonale Aufsicht. Absatz 2. Soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht, unterliegen die Gemeinden den gleichen Haftungsbestimmungen wie der Kanton. 7.2. Besondere Bestimmungen. Punkt 2.1 Einwohnergemeinden. Aufgaben, Artikel 112. Absatz 1. Die Einwohnergemeinden erfüllen die Aufgaben, die ihnen von Bund und Kanton übertragen werden. Absatz 2. Sie können weitere Aufgaben übernehmen, soweit nicht Bund, Kanton oder andere Organisationen dafür ausschließlich zuständig sind. Steuern, Finanzausgleich. Artikel 113. Absatz 1. Die Einwohnergemeinden erheben Einkommens- und Vermögenssteuern, Gewinn- und Kapitalsteuern sowie Vermögensgewinnsteuern auf den Veranlagungsgrundlagen der kantonalen Steuern. Sie setzen die Steueranlage fest. Absatz 2. Sie können weitere Steuern erheben, soweit das Gesetz dies vorsieht. Absatz 3. Durch einen Finanzausgleich ist die Steuerkraft der Einwohnergemeinden auszugleichen und es sind ausgewogene Verhältnisse in der Steuerbelastung anzustreben. In den gesetzlich vorgesehenen Fällen können Leistungen aus dem Finanzausgleich gekürzt oder verweigert werden. Stimmrecht, Artikel 114. Das Stimmrecht steht jeder Person zu, die in kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigt ist und seit 3 Monaten in der Einwohnergemeinde wohnt.
Wahlen, Artikel 115. Absatz 1. Die Stimmberechtigten wählen den Gemeinderat und das Gemeindeparlament, falls das Organisationsreglement ein solches vorsieht. Absatz 2. Bei der Beratung von Behörden ist auf die Vertretung der Minderheiten Rücksicht zu nehmen. Volksabstimmungen, Artikel 116. Absatz 1. Das Organisationsreglement unterliegt obligatorisch der Volksabstimmung. Das Gesetz bestimmt, welche Gegenstände zwingend im Organisationsreglement zu regeln sind. Absatz 2. Das Gesetz kann weitere grundlegende und wichtige Gegenstände bezeichnen, die den Stimmberechtigten obligatorisch zu unterbreiten sind. Gemeinden mit einem Gemeindeparlament können diese Gegenstände der fakultativen Volksabstimmung unterstellen. Die für das Referendum erforderliche Zahl der Unterschriften darf 5% der Stimmberechtigten nicht überschreiten. Initiativen, Artikel 117. Absatz 1. 10% der Stimmberechtigten können mit einer Initiative den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von Reglementen oder Beschlüssen verlangen, die in der Zuständigkeit der Stimmberechtigten oder des Gemeindeparlamentes liegen. Absatz 2. Das Organisationsreglement kann weitere Gegenstände dem Initiativrecht unterstellen und die Zahl der erforderlichen Unterschriften herabsetzen. Absatz 3. Eine Initiative ist den Stimmberechtigten zu unterbreiten, wenn sie einen Gegenstand regelt, welcher der obligatorischen Volksabstimmung unterliegt oder wenn ihr die zuständige Gemeindebehörde nicht zustimmt. Unterabteilungen, Artikel 118. Absatz 1. Die Einwohnergemeinden können mit Zustimmung des Regierungsrates Unterabteilungen bilden und diesen bestimmte dauernde Aufgaben zuweisen. Absatz 2. Die Unterabteilungen können weitere Aufgaben an die Hand nehmen, soweit die Einwohnergemeinden diese nicht selber erfüllen. 7.2.2 andere Gemeinden. Bürgergemeinden, Artikel 119. Absatz 1. Die Bürgergemeinden setzen sich nach Maßgabe ihrer Mittel zum Wohl der Allgemeinheit ein. Absatz 2. Sie nehmen ihre angestammten Aufgaben wahr. Gemischte Gemeinden. Artikel 120. Absatz 1. Eine gemischte Gemeinde entsteht durch die Vereinigung der Einwohnergemeinde mit einer oder mehreren am Orte bestehenden Bürgergemeinden. Absatz 2. Sie untersteht denselben Vorschriften wie die Einwohnergemeinde und erfüllt deren Aufgaben. Absatz 3. Sie besorgt die bestimmungsgemäße Verwaltung des bürgerlichen Vermögens. Nachher geht es weiter mit 8. Landeskirchen und andere Religionsgemeinschaften. Ich schaue gerade noch, ob das andere Video schon da oben ist. Es ist noch nicht da oben. Ich schaue, sonst werde ich das Video jetzt hier auf andere, also auf Facebook und ähnliches veröffentlichen.